Heute gibt es mein Neuzugänge-Video für den Monat Februar 2017. Und im Februar sind so einige Bücher bei mir eingezogen, nämlich insgesamt 11 Stück. Für mich ist das schon relativ viel auf einem Haufen, aber mich stört es nicht weiter, denn ich habe davon einige Bücher auch wieder gelesen direkt. Das heißt, mein Sub hat sich ein bisschen vergrößert, aber nicht so katastrophal, dass es jetzt zum Heulen wäre oder sowas. Und es gibt meinen Lesemonat, in dem ich dann genauer sage, was in den Büchern vorkommt, natürlich ohne zu spoilern, und wie ich die Bücher fand. Der Lesemonat wird nächsten Sonntag online kommen, also genau in einer Woche, und da könnt ihr dann nochmal genaueres zu den Büchern erfahren. Zu einem Buch gibt es eine Rezension, die ist dann unten verlinkt in der Infobox, und ich habe ja ein Medimobs-Paket bekommen diesen Monat. Das Unpacking verlinke ich euch auch unten in der Infobox, und die Bücher werde ich nur ganz kurz hochhalten und nicht viel dazu sagen, weil ich mich sonst unnötig wiederholen würde. Genau. Wir fangen direkt mit dem ersten Buch an, das ich im Monat bekommen habe. Ich habe es, glaube ich, innerhalb der ersten drei Tage in der Buchhandlung gekauft. Und zwar Famous in Love – Blitzlichtgewitter von Rebecca Serle. Das hier ist der zweite Teil der Famous in Love Dialogie. Ich dachte ursprünglich, dass es eine Trilogie wäre. Ich habe mich da aber geirrt. Es sind nur zwei Teile und der zweite Teil ist dann auch entsprechend abgeschlossen. Und im ersten Teil geht es um Paige Thompson, also es geht in beiden Teilen um Paige Thompson, aber im ersten Teil geht es eben darum, dass sie an einem Casting teilnimmt für die Hauptrolle in einem großen Film, nämlich einer Buchverfilmung, die sehr, sehr heiß ersehnt ist sozusagen, und sie bekommt die Rolle und dann geht es eben darum, wie es so ist, wenn man plötzlich neu ist in dieser ganzen Welt und wie es mit dem Film drehen ist und was sie für Leute kennenlernt, und natürlich ist es auch eine Love Story, Famous in Love, und ja. Ich habe diese Dialogie sehr gemocht. Ich habe beide Bücher im Februar gelesen und dazu gibt es dann mehr im Lesemonat, aber ich habe den Kauf nicht bereut. Das Ganze hat 11,99 Euro gekostet. Genau. Als nächstes ist dann ein Buch bei mir eingezogen, das ich eigentlich schon länger habe, aber es war eben immer bei meinen Eltern im Keller irgendwo untergebracht, denn es ist ein Buch aus meiner Kindheit und als ich den Keller aufräumen musste, ja, ich war dazu gezwungen, als ich zu Hause war, habe ich es wiedergefunden und dann habe ich es ja weggelegt und meinen Eltern gesagt, sie sollen mir das bitte nachschicken, denn ich habe nicht alles mit zurücknehmen können nach Weihnachten, und sie haben es mir nachgeschickt. Es geht um Katzenkönig Mountainberger von Erwin Moser. Ich weiß nicht, wer von euch Erwin Moser kennt, für mich ist der absolut ein Held meiner Kindheit, denn ich habe sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen und die sind auch alle ganz toll illustriert. Ich kann euch hier mal ein Beispiel zeigen, so ein Katzenbeispiel vielleicht auch direkt. Ich finde das total süß und ich weiß nicht mehr genau, worum es hier geht. Ich habe es wirklich nur, weil es mein Kindheitsbuch ist, weil ich Erwin Moser toll finde und weil ja, ich es deswegen nochmal lesen möchte. Es ist also noch auf meinen Sub wiedergewandert, aber es hat irgendwie nur 225 Seiten ungefähr. Das heißt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig dick und es ist ein Kinderbuch, also es ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Es geht auf jeden Fall um den Katzenkönig Mountainberger und mehr weiß ich nicht. Aber ich finde das Cover toll, ich liebe Erwin Moser und deswegen werde ich es irgendwann demnächst lesen und in meiner Kindheit schwelgen. Genau, dann habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht von, wie heißt denn jetzt der Kanal nochmal? Bells Bücherwelt? Irgendwie so. Ich verlinke euch den Kanal unten. Tut mir jetzt gerade leid, dass ich den nicht auswendig weiß. Irgendwas mit Bücher, Mels Bücherwelt. Ich glaube, es war Bücherwelt. Genau. Und da habe ich beim Gewinnspiel mitgemacht. Sie hat zwei Bücher verlost und ich habe gewonnen. Das heißt, sie hat mir beide Bücher und ein Lesezeichen zugeschickt. Das Lesezeichen zeige ich euch an anderer Stelle nochmal, denn ich werde irgendwann demnächst ein Video machen über meine Lesezeichensammlung, denn ich habe so einige angesammelt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Bücher, die ich in diesem Gewinnspiel gewonnen habe. Und zwar ist es einmal Sternentochter von Anna Valenti. Sieht so aus. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ah, es geht um Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts. Mehr weiß ich nicht, denn ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Sie hatte es gesagt, aber ich habe es gewonnen und es sieht irgendwie nach einer Liebesgeschichte aus. Ich bin ja nicht so der Mensch, der Historisches liest, deswegen hoffe ich, dass es mehr Liebesgeschichte als historische Geschichte ist. Aber mal gucken. Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist auch nicht so dick. Also mal gucken, wie mir das gefällt. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, worum es geht. Und dann noch Das Jahr, das 2 Sekunden brauchte von Rachel Joyce. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hell hier. Von Rachel Joyce gibt es schon mehrere Bücher. Das hier hatte ich immer auf der Wunschliste, aber ich habe es mir aus irgendwelchen Gründen nie gekauft. Jetzt weiß ich warum, denn ich war dazu bestimmt, es zu gewinnen. Und hier geht es um zwei Freunde.
Und die sind 11 Jahre alt und plötzlich eines Tages gerät die Zeit aus den Fugen und es existieren irgendwie 2 Sekunden, die es vorher nicht gab. Und das hat mehr Auswirkungen, als man zunächst denkt. Ich finde, das klingt sehr interessant. Ich mag ja Geschichten, wo es um die Zeit geht. Ich verspreche mir hier auch so ein bisschen was, ja, wo es ums Leben geht und darum, was die Zeit für Auswirkungen aufs Leben hat und solche Sachen. Ich bin gespannt. Es ist ein bisschen dicker, aber ich freue mich sehr drauf, denn ich wollte schon immer mal was von Rachel Joyce lesen. Und ich werde das hier wahrscheinlich im März lesen, denke ich mal. Ja. Und ich finde das Cover auch sehr schön. Als nächstes habe ich ein Buch, was ich zufällig entdeckt habe, als ich im Rewe einkaufen war. Sie haben da ja auch immer Mängelexemplare und ich habe das Buch auf dem Mängelexemplarstempel, es ist ein Mängelexemplarstempel drauf, aber ich habe es auf dem Mängelexemplarstapel gefunden. Und zwar Stimmen von Ursula Posnanski. Das Ganze sieht so aus, das ist ein Thriller und es ist der dritte Teil der, wie heißt die jetzt nochmal? Kaspari heißt die, glaube ich. Der Kaspari-Reihe, also es ist hier ein Ermittlerduo, was in den ersten beiden Teilen 5 und Blinde Vögel auch schon ermittelt. Und hier sind sie eben wieder dabei, einen Fall zu lösen, der in diesem Fall in der Anstalt spielt, also in der Psychiatrie. Und das macht das Ganze natürlich besonders schwierig, weil man nie genau weiß, was die Leute so zu erzählen haben, was davon stimmt, was davon eigene Einbildung ist. Manche hören Stimmen, manche bilden sich irgendwas anderes ein und das macht das Ganze sehr interessant. Ich habe es auch schon gelesen. Was ich darüber denke, könnt ihr dann im Lesemonat sehen. Das ist wie gesagt der dritte Teil und der vierte Teil kommt jetzt auch im März, glaube ich. März? Ich glaube schon, im März raus. Deswegen war ich umso glücklicher, dass ich diesen Teil für 3,99 gefunden habe, gelesen habe und mir dann im März den vierten Teil kaufen kann. Ich weiß aber nicht genau, wie viele Teile es endgültig geben wird. Also ob das jetzt eine vierteilige Reihe ist oder ob das Open End ist sozusagen, das weiß ich nicht so genau. Genau. Als nächstes kam dann das Mini-Mops-Paket. Ich halte euch die Bücher nochmal kurz hoch und sage, was davon ich schon gelesen habe. Aber das Video ist ja unten verlinkt. Marmorkuss von Jennifer Banker. Das hier habe ich schon gelesen. Mehr dazu im Lesemonat. Und Aragon von Christopher Paolini. Das habe ich auch schon gelesen. Mehr dazu im Lesemonat. Ganz schöner Wälzer. Dann haben wir die beiden, das Broschüre und das Taschenbuch. Mein wirklich wahrhaftes Leben davor und danach von Robin Schneider. Das mit dem Licht ist ein bisschen blöd, es tut mir leid. Und meine Kamera spinnt auch ein bisschen. Aber das müsste ja trotzdem gehen. Und dann haben wir noch Der Vintage Guide für einsame Herzen von Christy Greenwood. Kirsty Greenwood, genau. Mit diesem Cover. Die habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr das Unpacking gesehen habt. So. Und dann habe ich mir noch 3 Bücher bei Tauschticket angefragt. Ich weiß nicht, wer von euch Tauschticket kennt. Ich kann euch die Seite mal unten verlinken. Wenn ihr mit mir befreundet seid, könnt ihr mich fragen. Dann kann ich euch den Einladungslink schicken. Also eine E-Mail, glaube ich. Einladungs-E-Mail. Und wenn ihr Lust drauf habt und mitmachen wollt, dann macht das gerne. Tauschticket ist wirklich toll, weil man da für sehr, sehr wenig Geld, also eigentlich nur, ich glaube, 49 Cent pro Tausch, wenn man selber Bücher anfragt, und sie bekommt, dann muss man 49 Cent dafür zahlen, was, wie ich finde, nicht sehr viel ist. Und eben den Versand, wenn man selber was abschickt. Und man kann dort seine Bücher wegtauschen, man kann dort Bücher ertauschen. Und ich finde das ganz toll, weil es dort immer Bücher von meiner Wunschliste gibt, für die man nicht so viele Tickets hinblendern muss. Wie das ganze System funktioniert, könnt ihr euch da mal durchlesen. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Erklärung braucht oder wenn ihr gerne Teil des Ganzen wärt und mir aushelfen wollt, dann könnt ihr mich fragen. Und dann kann ich euch da genau weiter aushelfen. Und ich habe auch ein paar Bücher reingestellt, aber ich habe vor allem im Februar 3 Bücher gefunden von meiner Wunschliste, die ich unbedingt haben wollte und die es in doch sehr gutem Zustand alle 3 gab und die ich auch bekommen habe. Die zeige ich euch jetzt. Das ist einmal Indigo Sommer von Antje Babender-Erde. Heißt sie so? Babender-Erde? Ich finde diesen Nachnamen so kompliziert. Das Ganze sieht so aus, ist ein Hardcover. Ich finde es so wunderschön. Und in meiner Jugend habe ich es schon 2-mal gelesen und total geliebt. Also ich bin ja noch nicht so alt, aber ich weiß nicht, wie alt war ich? 13, 14 ungefähr? Also ein paar Jährchen her. Und ich weiß, dass ich es geliebt habe. Ich weiß auch noch einzelne Teile der Geschichte. Aber ich muss es trotzdem nochmal selber sitzen und ich möchte es nochmal lesen. Denn ich bin ziemlich sicher, dass es mir immer noch gefällt. Hier geht es um... Was ist denn? Smila, wie auch immer man sie ausspricht, die
mit ihren Freunden an einem Strand Urlaub macht und dann begegnet sie einem Einheimischen, Conrad, der von ihren Freunden so ein bisschen seltsam beäugt wird und es sind wohl seltsame Dinge geschehen, von denen sie keine Ahnung hat, warum er so beäugt wird und sie verliebt sich dann in ihn, was natürlich für sie, sie steht dann sozusagen zwischen den Stühlen und das ist ein, ja, Problem, denn an diesem Strand ist nicht alles so paradiesisch. Und darum geht es so grob gesehen. Ich weiß, wie gesagt, dass ich es geliebt habe, als ich 13, 14 war. Und deswegen musste ich es nochmal haben. Natürlich in der Hardcover-Ausgabe. Es sieht auch echt schön aus, wenn es im Regal steht. Und genau, deswegen habe ich es mir bei Tauschticket geholt. Ich weiß gar nicht, ein oder zwei Tickets. Sieht richtig gut aus. Und das Lesebändchen ist auch noch unbenutzt. Also wirklich toll. Ich freue mich sehr drauf, es zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich es im März schaffe. Falls nicht, dann auf jeden Fall im Monat drauf. Aber das wird bestimmt bald gelesen. Dann ein Buch, was ebenfalls in gutem Zustand ist. Die Nacht gehört dem Drachen von, wie heißt sie denn? Alexia Casale. Sieht so aus. Wunderschöne Farbe. Ich liebe ja Orange. Und ich finde es auch cool, wenn Bücher orange sind. Und ja, das Cover ist total toll. Auch ein Hardcover aus dem Carlsen Verlag. Und ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. Ich bin einfach so ein Drachenfan, dass alles, wo es auch nur halbwegs um Drachen geht, meins sein muss. Und ich muss es lesen. Ich weiß aber, dass es hier um ein Mädchen geht, das einen Unfall hatte und dann hat sie eine OP und ein Knochenstück wird ihr rausgeschnitten und aus diesem Knochen schnitzt sie dann einen Drache sozusagen als Beschützersymbol und ich glaube, der Drache wird dann lebendig. Ich glaube, sie wünscht sich, dass er lebendig wird und er wird dann auch lebendig. Klingt ein bisschen creepy, aber tatsächlich finde ich Drachen interessant und ich finde die Idee interessant, dass man aus seinem Knochen einen Drachen schnitzt und der dann lebendig wird. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt, aber ich habe es für ein Ticket, glaube ich, gefunden und ich war sehr, sehr froh, dass ich es gefunden habe. Es sieht auch wirklich toll aus, also hat auch nicht so viele Seiten. Ich werde es also sehr bald lesen und ich bin mir nicht ganz sicher, was da auf mich zukommt. Deswegen wollte ich es mir auch nicht kaufen, aber deswegen ist Tauschticket auch immer ganz gut. Wie oft habe ich jetzt gerade das Wort deswegen benutzt? Ja, das lassen wir mal außen vor. Und dann geht es zum letzten Buch, was ich ebenfalls über Tauschticket ertauscht habe. Und zwar Die wundersame Geschichte der Faye Archer von Christoph Marzi. Aus dem Heine Verlag. Ich finde das Cover schon mega schön. Und ich liebe Christoph Marzi. Ich habe zwar bisher erst zwei Bücher von ihm gelesen, aber ich habe beide Bücher sehr geliebt. Und eins steht da oben. Na, ihr könnt es nicht sehen, weil es ganz oben steht. Nämlich Grimm von Christoph Marzi. Eins meiner Lieblingsbücher. Und deswegen musste das hier unbedingt bei mir einziehen. Wenn ich ein Buch von Christoph Marzi irgendwo sehe und ich es erschwinglich finde, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Und hier geht es um die Musikerin und Buchhandlerin Faye, die einen Typen kennenlernt. Ich weiß gar nicht genau. Ein junger Mann steht hier. Einen jungen Mann kennenlernt, Alex, den sie total faszinierend findet und sie ist total verzaubert von ihm und möchte mehr über ihn wissen und ihn kennenlernen. Aber irgendwas scheint mit Alex nicht so ganz koscher zu sein und am Ende muss sie sich fragen, was für ein Spiel Alex spielt. Genau. Ich finde, das klingt gar nicht nach Fantasy, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, ob es ein Roman, also hier steht Roman drauf, ob es in die Fantasy-Richtung eher geht oder eher in Richtung Liebesgeschichte nur oder in Richtung Thriller. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich hauptsächlich, weil ich mehr von Christoph Marzi lesen möchte. Und ich denke, das hier ist eine gute Gelegenheit, um das umzusetzen. Es sieht, wie gesagt, sehr schön aus. Es ist in super Zustand. Also da kann man sich bei Tauschticket immer darauf verlassen, dass der Zustand so ist wie angegeben. Zu 90%, 99%. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich das bekommen habe. Und das waren auch schon alle Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ein paar davon habe ich, wie gesagt, schon gelesen. Die, die zuletzt bei mir eingezogen sind, habe ich noch nicht gelesen. Aber ich plane ganz bald so viel wie möglich davon zu lesen. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon Bücher kennt, was ihr davon schon gelesen habt, was ihr vielleicht selber lesen wollt, wo ihr vielleicht gespannt drauf seid. Ich tausche mich ja immer gerne mit euch aus und darüber, wie das bei euch so ist mit dem Lesen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag. Tschüss!